Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen beim Videozyklus zum Thema Differenzengleichung, kurz AN14. Mein Name ist Petra Mitlöhner und ich möchte das Wichtigste aus dieser doch recht anspruchsvollen Grundkompetenz für euch zusammenfassen. Was erwartet euch in diesem Video? Zunächst möchte ich euch erklären, was eine Differenzengleichung ist. Anschließend gehe ich auf die Schreibweise ein, die doch recht ungewohnt ist. Dann stelle ich euch die drei wichtigsten Modelle vor, die es bei den Differenzengleichungen gibt, und erkläre sie anhand eines selbstgewählten Beispiels. Und abschließend gibt es noch ein paar Tipps. Wir kommen zum Namen Differenzengleichung. Die Differenzengleichung beschreibt ein dynamisches System. Ein System, wie wir es im täglichen Leben vorfinden. Ob das das Wetter ist, die Entwicklung einer Population, das Wachstum einer Pflanze, die Müllmenge einer Großstadt, die sich verändert, oder auch die Wirkstoffmenge eines Medikaments im Körper eines Patienten. Wir haben es oft mit einem System mit verschiedensten Wechselwirkungen zu tun. Nun zur Schreibweise. Differenzengleichungen werden gewöhnlich in dieser Form angeschrieben. Es gibt einen Wert y0. Dieser Wert wird genommen zum Zeitpunkt der Messung und mit Hilfe dieses Wertes berechne ich mir alle weiteren Werte. Ich habe hier eine rekursive Darstellung. Das heißt, für den Wert zum Zeitpunkt 1 benötige ich mein y0, den Wert zum Beginn der Messung. Hier habe ich dann y0 plus 1 ergibt y1 ist a mal y0 plus b. Damit erhalte ich den Wert zum Zeitpunkt 1 meiner Messung. Wenn ich nun den Wert zum Zeitpunkt 2 wissen möchte, mache ich dasselbe. y2 ist a mal y1 plus b. Allgemein formuliert, yn plus 1 ist a mal yn plus b. Das heißt, ich benötige, um mir den Wert an einem Tag auszurechnen, immer schon den Wert des vorangegangenen Tages, der vorangegangenen Woche, allgemein der vorangegangenen Zeiteinheit. Wir haben nun drei Modelle, die ich euch erklären möchte. Zunächst einmal das lineare Modell. Bei diesem Modell ist a gleich 1. Meine Gleichung reduziert sich damit auf yn plus 1 ist gleich yn plus b. Als Beispiel habe ich das Wachstum einer Pflanze genommen. Sie ist zu Beginn 50 mm hoch und wächst pro Woche um 3 mm. Wie sieht das nun aus? Nach einer Woche ist sie 50 plus 3, also 53 mm hoch. Bei Woche 2, y2, ist sie dann 53 plus 3, also 56 mm hoch. Wenn wir uns hier die Veränderung von zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten ansehen wollen, führen wir eine Äquivalenzumformung durch, subtrahieren yn und erhalten yn plus 1 minus yn ist gleich 3. Egal an welchem Tag, an welcher Woche ich mir in diesem Fall die Differenz ansehe, ob das von der 6. zur 5. Woche oder zwischen der 9. und der 10. Woche, immer ist meine Differenz 3 mm. Hierher rührt der Name Differenzengleichung. Allgemein gesprochen habe ich yn plus 1 minus yn ist b. Die Veränderung von zwei aufeinander folgenden Zeiteinheiten. Kommen wir zum exponentiellen Modell. Hier ist b gleich 0. Das heißt, meine Gleichung reduziert sich auf yn plus 1 ist gleich a mal yn. Als Beispiel habe ich die Müllmenge einer Stadt gewählt. Sie ist am Anfang 50.000 Tonnen groß. Und pro Jahr wächst sie um 2%. Das heißt, ein Jahr später hätte ich
50.000 mal 1,02. Ich kann anschreiben, yn plus 1 ist gleich 1,02 mal yn. Ausgeschrieben bedeutet diese Gleichung, yn plus 1 ist gleich zum Wert des Vorjahres kommen die 2% des Vorjahres dazu. Also yn plus 0,02 mal yn. Warum habe ich diese Gleichung ausgeschrieben? Weil man hier leichter eine Äquivalenzumformung durchführen kann. Wenn ich hier wieder yn subtrahiere, erhalte ich yn plus 1 minus yn ist gleich 0,02 mal yn. Ich erhalte hier wieder die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeiteinheiten und sie ist direkt proportional zu yn. Allgemein geschrieben, ich subtrahiere yn plus 1 minus yn ist gleich a mal yn minus yn und das lässt sich auch schreiben als a minus 1 mal yn. Wir kennen beide Modelle, wir kennen das lineare Modell, etwas wächst um einen konstanten Wert, wir kennen das exponentielle Modell, relative Zu- oder Abnahme, neu ist die Schreibweise. Nun kommen wir zur dritten oder letzten Form. Es ist eine Mischform. Das heißt, weder ist a1 noch ist b0. A ist jedenfalls größer als 0 und b ist ungleich 0. Das heißt, wir haben die reguläre Form yn plus 1 ist gleich a mal yn plus b. Wichtig ist es zu wissen, der Parameter a gibt an, ob etwas prozentuell wächst oder steigt. Also hier ist die relative Zunahme, die relative Abnahme sichtbar. Wenn a sich zwischen 0 und 1 bewegt, habe ich es mit einer Abnahme zu tun. Wenn a größer als 1 ist, habe ich es mit einer prozentuellen Zunahme zu tun. Und der Wert b gibt an, um welchen konstanten Wert sich mein Wert pro Tag, pro Woche, pro Jahr ändert. Ist das b größer 0, kommt immer etwas dazu. Ist das b kleiner 0, wird etwas abgezogen. Als Beispiel habe ich die Wirkstoffmenge eines Medikaments in einem Körper gewählt. Einem Patienten werden 10 Milligramm eines Medikaments in Form einer Tablette verabreicht. Gleichzeitig weiß man, der Körper baut 80% dieses Wirkstoffes pro Tag ab. Das heißt, am darauffolgenden Tag, allgemein formuliert, habe ich noch 20% vom Vortag in meinem Körper, weil 80% werden abgebaut und 10 Milligramm kommen wieder in Form einer Tablette dazu. Ich habe hier das Modell gewählt, eben dass a zwischen 0 und 1 ist und b größer als 0 ist, weil dieses Modell in der Natur häufig auftritt. Wichtig für dieses Modell ist es auch noch zu wissen, dass es beschränkt wächst. Es gibt hier eine Wachstumsgrenze. Wenn a zwischen 0 und 1 ist und b größer 0 ist, gibt es eine Wachstumsgrenze, weil mit steigendem Wert absolut gesehen immer mehr abgebaut wird. Der Prozentanteil, der sich ja dann auf einen höheren Wert bezieht, bleibt immer gleich. Auch hier könnte ich mir die Veränderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten ansehen, aber das würde den Rahmen sprengen. Wichtig für die Matura, dass ihr immer wisst, um welches Modell handelt es sich. Habe ich es mit einem linearen Modell, a gleich 1, mit einem exponentiellen Modell, b gleich 0, oder mit der Mischform zu tun.
Und wichtig ist es auch, dass ihr die Parameter a und b richtig interpretiert. Dann sollten selbst die schwierigsten Beispiele gut gelingen.